Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Tomb Raider. Wir machen weiter am nächsten Level Atlantis. Und ich denke spätestens jetzt, bisschen laut. So ist besser. Spätestens jetzt sollte man alle Vorurteile gegenüber Atlantis verloren haben, weil ich wette, dass sich kein Mensch das so vorgestellt hat. Wie auch immer, das vorletzte Level im Spiel, jetzt wird es nochmal richtig hart, vor allem von Gegnern her. Eine kennen tun wir sie ja, die guten alten, ja, schon von Ägypten. Und deshalb habe ich euch gesagt, das sind Atlanta, und meine, guckt euch das an. What the fuck? Ich weiß nicht, was das sein soll. Ist das Gewebe? Eklig, bah. Und die Teile, die sich bewegen, aus diesen brechen diese Gegner raus. Es gibt welche, die sich noch nicht bewegen. Also, an diesen Armen, sagen wir mal, diese... Ja, Arme ist gut. Da hinten das links, das bewegt sich doch so ein bisschen da. Dort brechen Gegner aus, wenn wir uns nähern. Bei den anderen noch nicht. Die müssen erst noch aktiviert werden. Es gibt natürlich auch alle drei Formen. Es gibt diese, Centaur und auch wieder diese fliegenden Heinzelmännchen. Centaur natürlich am wenigsten, weil sind ja auch die stärksten. So, wie funktioniert denn das hier? Okay. Ich würde nicht sagen, dass es ein bisschen gruselig ist, die Atmosphäre, ja. Aber schon. Nicht ganz ohne. Jetzt bewegt sich das Ding da unten. Und das da hinten auch. Unter uns, das ist noch inaktiv. Okay, das ist eine Zutür. Was haben wir hier? Ein Hebel, ja, genau. Die es in Erinnerung hatte. Der öffnet die Tür da hinten. Ist jetzt das aktiv? Nee, noch nicht. Okay, okay, okay. Wir müssen ja die Gegner nicht töten. Aber wir können es tun. Ist das jetzt aktiv? Ja, jetzt ist es aktiv. Dann würde ich sagen, wir lösen mal das Ding aus. Ist das ein Laufner? Nee, ist ein Fliegender. Mit Hilfe von der Uzi können wir die wirklich schnell töten, diese Gegner. Ist auch ein Fliegender. Ich glaube, der andere ist auch noch ein Laufender. Er kommt dann hochgelaufen. Wo ist denn der Fliegende? Kacksack. Kommt, stopp. Ach, ich mag die Uzi. Bang, 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 bang. Ja gut, den Netz müssen wir auslösen, weil die Tür sich genau drunter befindet. Ja, drüber. Oh, da ist was runtergefallen. Na komm, ja. Was willst du machen, ne? Ja, was willst du machen? Gar nichts. Nehme ich auf? Ich nehme auf, okay. Aha, was ist jetzt hier? Hier geht's wieder runter. Ah ja. Komm, aktiviere den Hebel. Danke. Yay, damit können wir jetzt diesen ersten Riesenraum, wo ja schon 6 Gegner waren, beenden. Ah ja, jetzt sind wir hier. Das ist schön. Dieser Raum. Oh, erst mit den Gegner da. Abtöten, genau. Töten, wenn ich ihn amüsiert bekomme. Das ist natürlich auch lustig. Wir sehen jetzt schon, wo die Gegner noch spawnen werden. So, sehr gut gemacht. Ja, es geht im gesamten Level darum, diesen Raum immer weiter höher zu kommen. Also hochzuklettern. Darum geht es an sich. Und ganz oben ist dann das Zion. Was ist hier? Aha. Gegner? Ist das da aktiv, das Ding? Noch nicht, zumindest. Okay, na dann würde ich sagen... Warte mal, ich muss mal kurz gucken. Geht das? Okay, es geht tatsächlich. Also, na gut. In Real Life würde es auf keinen Fall gehen, aber hier in dem Spiel geht es zumindest. Und das ist ja alles, was zählt. Real Life, wer braucht sowas? Also, ich doch nicht. Okay, das öffnet die Tür. Wo kommen wir jetzt raus? Da ist Munition.
Was muss das für ein Sprung sein? Also ein langer kann ich schaden, auf alle Fälle. Dann machen wir einen langen Sprung. Was mache ich? Oh mein Gott, sie haben mich aus Versehen gerollt. Oh, was ist das hier? Das verwirrt mich irgendwie. Kann da irgendwie hoch? Ja, es gibt bestimmt irgendwie ein Secret, das ich jetzt nicht kenne. Gut, egal. Hallo, du Viech. Da ich mir vorstellen kann, dass du mich hier von dieser Brücke runterschubsen willst. Komm mal her. Nur wissen. Oh, okay. Von hinten also. Ja, aber. Was stirbt einfach? Ist ein Körperteil von abgesprungen. Lame. Keine Ahnung. Weg hier. Ach ja, dieser Raum. Es ist eine Zeitaufgabe hier. In Kombination mit Kugeln und allen Dingen. Wie mache ich das? Löse ich erst die Kugeln aus? Da oben gab es ein Secret, oder? Okay. Muss ich mir mal kurz angucken. Kein Kommentar. Ich hab's schon gesehen, als ich gesprungen bin. Es hätte ein langer Sprung sein müssen. Okay. Heute nicht, Kugel. Heute nicht. Da ist noch eine drinne, gleich. Da hinten kann man hoch. Das ist also definitiv irgendwas versteckt. Was ist das jetzt hier für ein Sprung? Wo muss man hin? Da runter. Können wir dieses das nicht total umgehen? Mit einem langen Sprung darüber? Ich guck's mir mal an. No, freilich können wir das. Hier sehen wir jetzt nicht mehr, dass die Bodenplatten zwar unterschiedliche Farben haben. Ist eine Kugel hier drin oder nicht? Man sieht sie aber auch nicht, ne? Aber man kann trotzdem hier hoch. Und hier befindet sich dann ein Geheimnis. Ein Medipack. Magnum-Munition brauchen wir nicht mehr. Und natürlich, die können wir gebrauchen. Ach komm, bist du hässlich, ey. Und Munition. So, jetzt können wir wirklich mal das Rätsel dieses Raumes lösen. Da unten ist nämlich ein Hebel. Ein Unterwasserhebel. Gibt's ja auch nicht so viel von. Und dieser Hebel macht die eine Tür da auf, von der wir eben vorbeigerutscht sind. Allerdings nur für eine gewisse Zeit. Das heißt, eine Zeit-Challenge. Keine Ahnung, wie schnell man hier jetzt wirklich sein muss. Ich gebe mein Bestes. Wo ich an der Stelle jedoch mal lieber speichere. Weil ich mich kenne und ich abrutschen werde. Doch nicht, okay. Ja, dann würde ich sagen, das haben wir ziemlich gut gemeistert. Merkt euch diesen Raum, wie er eben noch aussah. Denn gleich werden wir dort die schon etwas angeknacksten Glasscheiben kaputt machen, dann wird sich dieser Raum mit Lava füllen. Oder? Moment. Komm ich hier so hoch? Okay, ja, gut. Ich habe jetzt schon immer noch, ich war jetzt mir nicht ganz einig da. Dieser Hebel wird das nicht machen. Öffne du die Tür hinter uns. Die Lava ist schon ganz heiß drauf, diesen Raum zu erfüllen. Ah, das war ja super gesprungen. Weiß nicht, ob die Tür ja zeitgesteuert ist. Und spring. Oh, halt die fest. Backe. Ein großes Medi weg. Nehmen wir mit. Nicht, dass es noch weint. So. Du hast mich liegen gelassen. Meine Brille hast du doch auch mitgenommen.
Das wollen wir ja nicht. Wir sind ja nicht im Main. Habt ihr es gerade gehört? Es ging im Hintergrund so... Das hat mich aus dem Konzept gebracht. Moment. Ach stimmt ja, das bringt ja nichts. Er sei ja schon mal ausprobiert. Das hat mich jetzt wirklich so ein bisschen nicht erschrocken, aber es ging so. Das war komisch. Gut. Ja komm, komm. Ich will nicht die Tür sehen, ich will sehen, wo ich hinlaufe. Oh, halt dich doch fest. Zur Strafe lasse ich dieses Medipack liegen. Was? Warum springst du nicht? Ich drücke auf die scheiß Springtaste. Oh. Wieso rege ich mich eigentlich so auf? Weil ich was kacke ist? Ich hab gedacht, der eben der Level war der längste Level, aber ich stelle mich hier noch schlimmer an. Ach, du meine Güte. Zeit, dass ich das Spiel durchspiele. Danke, dass du jetzt gesprungen bist. Und jetzt speichere ich hier. Das hält man ja nicht aus, ey. Zu gütig. So, wie schon dort, das Mini bleibt trotzdem liegen. Ich kann mich mal. Und die Ultimunition, die nehme ich mit. So, jetzt müsste sich dieser Raum freundlicherweise mit Lava gefüllt haben und einen anderen Weg gemacht haben. Irgendwie, ich weiß gar nicht mehr, wie er das macht. Na, Medipack, ich nehme dich nicht mit. Ist ein Arsch. Ach ja, genau, der hat den ganzen, diese Steine verschoben. Ja, gut, sagen wir mal so. Kann passieren. Ich würde nicht sagen, dass es sinnlos ist. Okay. Ich muss mir nachher noch irgendwas zu essen holen. Ich habe Hunger. Ich weiß, das passt nicht jetzt gerade in das Spielgeschehen rein, aber meine persönlichen Bedürfnisse gehen vor. Ich habe irgendwie Hunger auf... Bin mir noch ziemlich uneinig. Wie so ein schönes chinesisches, da hätte ich jetzt Appetit. Hat einer von euch chinesisch? Wenn ja, dann bringt mir bitte ein bisschen vorbei. Na gut, wie auch immer. Mein Hunger interessiert ja nicht wirklich, Leute, ne?